Einheit. Das wird auch von den jüdischen alten Rabbinern so erklärt. Können Sie in den Rabbinerbibeln nachlesen, dass Shavua eben 7 Jahre bedeutet. Aber was man noch hinzufügen kann, die prophetischen Jahre der Bibel sind Jahre von 360 Tagen. Das hängt damit zusammen, dass die jüdische Zeitrechnung in der Bibel eine Mischung ist von einem Sonnenjahr und einem Mondjahr. Die Monate werden gezählt nach dem Mond, aber die Jahre mit den landwirtschaftlichen Festen, Pessach, Shavuot und Sukkot, die gehen nach dem Sonnenjahr. Und darum, die prophetischen Jahre sind genau die Mitte zwischen Mond- und Sonnenjahr, 360 Tage. Nun, 69 Jahrwochen wären demgemäß 69 mal 7 mal 360 Tage, 173.880 Tage. Der Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen, wurde gegeben nach Nehemia 2 im Monat Nissan, bei uns März, April, 445 vor Christus. Der Einzug Jesu als Fürst, nur einmal trat Jesus Christus als Fürst in Israel auf. Am Palmsonntag fiel auch auf den jüdischen Monat Nissan, März, April, aber im Jahr 32 nach Christus, wie man aus den Evangelien ganz direkt berechnen kann. Und nun zwischen diesen beiden Daten, März, April 445 vor Christus und März, April 32 nach Christus, passen genau diese 173.880 Tage hinein. Das hat sich also erfüllt. Aber die Prophetie geht dann weiter. Und nachher, nachdem er als Fürst gekommen ist, heißt es, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. 5 Tage nach Palmsonntag, als Jesus Christus als Fürst einzog nach Jerusalem, wurde er durch die Römer gekreuzigt vor den Stadttoren Jerusalems auf dem Golgatha-Felsen. Und er richtete kein Friedensreich hier auf Erden auf. Er sollte nichts haben. Eindrücklich, weil wenn Sie mit orthodoxen Juden, die sagen, Jesus sei nicht der Messias, sprechen, dann werden Sie oft hören das Argument, Jesus kann gar nicht der Messias gewesen sein, sonst hätten wir ja schon seit 2000 Jahren Frieden auf Erden. Aber ich habe einmal einem orthodoxen Juden, wir haben uns einen Nachmittag Zeit genommen, um über den Messias zu sprechen, gesagt, aber lies mal nach in Daniel 9. Da steht, Yikaret Mashiach ve'ein lo. Der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Wenn es seit 2000 Jahren Frieden gäbe auf Erden, wäre Jesus Christus gar nicht der Messias. Denn die Prophetie sagt in der hebräischen Bibel, er wird nichts haben. Und das hat ihn dann auch überzeugt. Er kam zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Aber die Prophetie geht noch weiter. Er wird ausgerottet werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und tatsächlich, es wird nicht gesagt, wie viel später, einfach in der Folge. Und im Jahr 70 nach Christus, also nicht lange nach der Kreuzigung Jesu im Jahr 32 nach Christus, da haben die Römer Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und den Tempel verwüstet. Also Sie sehen, das Buch Daniel geht in seine Prophetie mindestens bis nach 70 nach Christus. Aber das wäre ja schon nach all diesen Fragmenten von Daniel aus Qumran. Jetzt können Sie es nicht mehr weiter zurückdatieren. Das geht absolut nicht. Aber die Prophetie geht noch weiter. Denn der Text sagt, und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Und da muss ich Ihnen erklären, der Begriff das Ende in der Bibel, die Endzeit, bezeichnet nie den Weltuntergang in der Bibel, sondern das ist der Ausdruck für die Zeit, für die Epoche, wenn das jüdische Volk aus aller Welt heimkehren wird ins Land der Vorfahren und den Staat wieder gründen wird.
Ja, das wäre also das 20. Jahrhundert, sagen wir mal so grob. Jetzt so heißt es hier, dass aber über Jerusalem, das mit dem Tempel zusammen zerstört werden sollte, von da an eine Kette von Krieg und Verwüstung kommen würde, bis in die Zeit, wo die Juden heimkehren. Und hier haben sie eine Liste. Im Jahr 70 wurde Jerusalem zerstört mit mehr als 1 Million Toten unter den Juden. Und dann gab es den zweiten Krieg der Römer gegen die Juden, 132 bis 135 nach Christus. Jerusalem wurde nochmals zerstört mit über 1 Million Toten unter dem jüdischen Volk. Und dann 614 haben die Perser Jerusalem verwüstet. 629 haben die Byzantiner Jerusalem erobert. 638, kurz nach dem Tod von Mohammed, haben die Araber aus der saudischen Halbinsel Jerusalem erobert. 1071 waren es die Türken, 1099 die Kreuzfahrer aus Europa. 1187 hat Sultan Saladin Jerusalem wieder erobert. 1214 die wilden Tataren aus Zentralasien haben Jerusalem erobert. 1517 fand die Eroberung Jerusalems durch die Osmanen, die türkischen Osmanen, statt. Und mitten im Ersten Weltkrieg haben die Engländer Jerusalem erobert. Es war eine grauenhafte Schlacht, in der etwa 20.000 Soldaten umkamen, die meisten Türken. Und dann 1948, nach der Ausrufung des Staates Israel, wurde Ost-Jerusalem durch Jordanien erobert und entsetzlich verwüstet. Und 1967, im Sechstagekrieg, hat Israel Jerusalem, Ost-Jerusalem erobert und wieder vereinigt mit der Stadt. Also Sie sehen, diese Kette geht weiter bis ins 20. Jahrhundert. Und Sie können natürlich nicht sagen, das Buch Daniel sei nach 1967 geschrieben worden. Ja, aber man hat gesucht nach irgendwelchen Irrtümern im Buch Daniel, um zu zeigen, das Buch kann nicht authentisch sein. Belsatzar, der genannt wird, das ist ein zweites Argument, der sei eine Erfindung. Es war nämlich so, vor 1854 gab es keine von der Bibel unabhängige Quellen, die von einem gewissen Belsatzar sprachen. Aber Sie kennen Belsatzar aus Daniel 5, nicht wahr? Und so hat man gesagt, Belsatzar ist eine erfundene Gestalt. Und das beweist, das Buch Daniel ist eine spätere Geschichte, erfunden am Schreibtisch. Aber ab 1854 fand man originale Keilschrifttafeln aus Babylon, aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, also aus der Zeit von Daniel. Und die erwähnen Belsatzar als Vizekönig von Babylon. Und jetzt verstehen Sie auch noch eine kleine Pointe. In Daniel 9, 5 bis 29, da geht es doch darum, Belsatzar sieht die Handschrift an der Wand. Niemand kann sie deuten außer Daniel. Und bevor Daniel diese Schrift gedeutet hatte, sagt er, wenn du, Daniel, das deuten kannst, sollst du geehrt werden. Du wirst der Dritte werden im Königreich. Und jeder aufmerksame Bibelleser würde sich sagen, aber wenn schon der Zweite, warum steht dort der Dritte? Jetzt wissen wir es ganz genau, weil Belsatzar eben schon Nummer zwei war. Nabonid wollte nichts mit Politik zu tun haben, ging in die Wüste und hat seinen Sohn als Vizekönig eingesetzt. Und so blieb nur noch der dritte Platz. Jetzt dreht sich der Spieß. Also das Buch Daniel wurde von jemandem geschrieben, der Belsatzar noch kannte. Aber die großen griechischen Historiker aus dem 5. Jahrhundert und später, die kannten Belsatzar schon nicht mehr. Und das Buch Daniel weiß sogar noch um diese Abfolge. Nabonid, Belsatzar. Drittens, man hat gesagt, im Buch Daniel wird ja auch dieser Darius der Meder, der Daniel in die Löwengrube geworfen hat, erwähnt. Als Unterkönig von Kyros. Aber dieser Darius der Meder, das sei eine Erfindung, den hat es nie gegeben. Und wie kam das, dass man das meinte? John Whitcomb hat ein wunderbares Buch geschrieben, Darius der Meder. Und darin hat er gezeigt, als man diese Keilschrifttafel, die sogenannte Nabonid-Chronik, übersetzt hatte zum ersten Mal,
hat der Übersetzer einen Fehler gemacht. Und zwar kommen da zwei Personen drin vor, ein gewisser Gubaru und ein Ukbaru. Und man hat diese zwei Personen mit dem gleichen Namen übersetzt. Und daraus ist eine Mischfigur entstanden, die nicht passte mit Darius dem Meder. In gewissen Hinsichten merkt man schon gewisse Übereinstimmungen, aber dann war anderes, das passte nicht. Und John Whitcomb hat gezeigt, dieser Übersetzungsfehler hat das gemacht. Man hat diese Ukbaru, Gubaru miteinander vermischelt, aber sobald man den Unterschied macht, erkennt man, Darius der Meder ist genau die eine Person. Und dort passt alles. Also war auch wieder nichts. Ein viertes Argument. Das Buch Daniel spricht über ein medisches Weltreich. Und das hat es ja nie gegeben. Nicht wahr? Es gab in der Geschichte Babylon, Medo-Persien, Griechenland und dann Rom. Aber das hat es nie gegeben, dieses medische Weltreich. Und das zeigt, dass der Schreiber des Buches Daniel gar nicht damals gelebt haben kann. Nicht wahr? Da sagt man also, es gibt also diese vier Weltreiche im Buch Daniel. Das erste ist Babylon, dann kommt Medien, dann Persien, dann Griechenland. Woher kommt das? Nicht wahr? Diese Leute, die das behauptet haben, die haben sich gesagt, das Buch Daniel wurde ja im Jahr 164 vor Christus geschrieben. Da gab es ja noch kein römisches Weltreich. Also es kann ja gar nicht sein, dass das Buch Daniel von einem römischen Weltreich spricht. Und darum haben sie die vier Weltreiche in Daniel so gedeutet: Babylon, Medien, Persien, Griechenland. Ich war, die Römer haben Israel erst im Jahr 63 vor Christus erobert. Also sie haben Daniel so interpretiert und dann sagen sie, seht ihr, Daniel irrt sich. Nun, unsere Frage ist, wird im Buch Daniel wirklich über ein medisches Reich gesprochen? Als Daniel die Schrift deutet an der Wand für Belsazar, den letzten König von Babylon, da sagt er, er deutet die Worte Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und Upharsin, Mehrzahl von Peres, da deutet er Peres. Dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Aha. Er sagt, nach Babylon kommen die Perser und Meder, nicht die Meder. Also man hat Daniel etwas unterschoben, was er nicht sagt, um dann freudestrahlend zu sagen, seht ihr, Daniel irrt sich. Und das ist so peinlich. Wer bekannt geworden ist mit diesem Argument, das war ein Professor an der Theologischen Fakultät in Zürich. Das ist natürlich für einen Schweizer schon eine Schande. Aber ich muss natürlich sagen, ich müsste mich eigentlich für alle liberalen Theologen schämen, aus welchen Ländern auch immer, dass die ständig bemüht sind, der Bibel Fehler zu unterschieben, die sie gar nicht macht. Also wir müssen nur das Buch Daniel einfach lesen und dann sehen wir, der Fehler liegt bei Professor Baumgartner und nicht bei der Bibel. Fünftes Argument. Das Buch Daniel ist ganz klar gefälscht, denn der Schreiber meint, es gäbe nur fünf Perserkönige im Perserreich und dann sei fertig. Wo haben die das gelesen? Ja, wir haben das auch schon gelesen. War Ihnen das nicht aufgefallen? Daniel 11, Vers 2. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er alles durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Aber hier steht nicht, dass nur noch fünf Perserkönige, kommen, sondern er sagt zur Zeit des ersten von Kyros, jetzt kommen noch drei Könige und dann kommt ein vierter und der wird besonders reich werden und dann gegen Griechenland losgehen. Aber da wird nicht gesagt, es kommen dann nachher keine Perserkönige mehr. Sondern du musst einfach jetzt zählen, ab Kyros noch drei und der vierte wird besonders reich sein. Und dann kommt es zum Konflikt mit Griechenland.
Und dann wird Alexander der Große eingeführt. Und dann die Ptolemäer und Seleuziden, um den Lauf der Geschichte ebenso zu zeigen. Auch da hat man der Bibel einfach etwas unterschoben, was sie gar nicht sagt. Aber Sie sehen, die suchen nach Fehlern. Aber die Geschichte ist genauso abgelaufen, wie es hier in Daniel 11 steht. Sechstes Argument. Das Buch Daniel irrt sich. Es spricht von dem dritten Jahr Joachims. Ja, natürlich, so beginnt das Buch Daniel. Im dritten Jahre der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Es war so, im Jahr 605 vor Christus errang Nebukadnezar durch den vernichtenden Sieg über Ägypten in der Schlacht von Karkemisch, und die fand statt im vierten Jahr Joachims. So steht es in Jeremia 25 und 46. Und aufgrund dieser Tatsache haben Liberale gesagt, es scheine undenkbar, dass Nebukadnezar schon ein Jahr früher in Jerusalem militärisch aktiv gewesen sei. Aber merken Sie, sogar die Kritiker sind sehr vorsichtig. Die sagen nicht, das ist unmöglich, das war nicht so, sondern es scheine unmöglich. Aber sie haben nicht beachtet, gemäß dem ägyptischen antiken Geschichtsschreiber Berossus, Berossus von Babylon, das hat Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, so übermittelt in seinem Buch Jüdische Altertümer 10.11.1. Und dort macht er klar, in diesem Jahr 606 vor Christus, dort kämpfte Nebukadnezar gegen den Statthalter von Ägypten. Und dabei hat er einen Sieg errungen. Und dieser Statthalter von Ägypten war eben auch Statthalter über Köle-Syrien, Syrien, Israel, und Phönizien, Libanon. Aber dieser Kampf hier, dieser Sieg im dritten Jahr Joachims, das ist nicht das gleiche wie die Schlacht von Karkemisch. Da wurde der König von Ägypten besiegt, nicht der Statthalter. Also, jetzt wird klar, die Bibel spricht eben über diese erste Belagerung von Jerusalem zur Zeit, als der Statthalter von Ägypten besiegt war. Das war aber noch vor der Schlacht von Karkemisch. Kein Problem. Man hat gesucht. Ja, da steht doch vom zweiten Jahr Nebukadnezars, da habe Daniel den Traum von Nebukadnezar gedeutet und dann sei er hoher Beamter geworden im Reich. Aber das passt ja gar nicht. Denn Daniel musste ja zuerst 3 Jahre studieren. Dann kann das ja gar nicht gewesen sein im zweiten Jahr Nebukadnezars. Also da geht es um die Frage, ob man bis 3 zählen kann, ja? Nun, tatsächlich in Daniel 2, Vers 1 steht, und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume und sein Geist wurde beunruhigt und sein Schlaf war für ihn dahin. Daniels Ausbildung dauerte wirklich 3 Jahre, wie man das aus Daniel 1,1 und folgende erkennt. Und da sagte man, im zweiten Jahr Nebukadnezars konnte er gar noch nicht seine Ausbildung beendet haben. Nun ist es aber so, 606 vor Christus war die Wegführung nach Babylon. Nicht wahr? Und da war der Beginn der 3-jährigen Ausbildung in Babylon. Und erst 605 wurde Nebukadnezar König als Nachfolger seines Vaters. Das war dann erstes Regierungsjahr, aber das war bereits Daniels zweites Ausbildungsjahr. 604, Nebukadnezars zweites Regierungsjahr, Daniels drittes Ausbildungsjahr. Und dann wurde er Beamter. Kein Problem. Ja, haben wir gesagt. Aber wir haben ein riesiges Problem mit dem Buch Daniel. Da gibt es 4 griechische Lehnwörter. Und das weist doch darauf hin, dass das Buch Daniel geschrieben wurde, als Alexander der Große bereits seinen Feldzug gemacht hatte bis nach Indien und die griechische Sprache verbreitet worden ist. Und so seien dann die Fremdwörter, die griechischen, in anderen Sprachen gekommen. Also diese 4 griechischen Lehnwörter im Buch Daniel, die verraten, dass das Buch eine Fälschung ist aus späterer Zeit.
Nun, es ist so, im aramäischen Text von Daniel 3, Vers 5 finden sich, ich muss allerdings vorsichtig sagen, möglicherweise 4 griechische Lehnwörter. Und diese Wörter sollen ein Beweis sein, dass Daniel aus hellenistischer, aus griechischer Zeit stamme. Also nach dem Feldzug Alexanders des Großen um 330 vor Christus. Nun, hier haben Sie diese Wörter. Das erste Wort ist Katros, das heißt Zither. Dieses Instrument entspricht dem griechischen Kitaris, ja, aramäisch. Daniel 2 bis 7 ist ja aramäisch aufgeschrieben. Katros könnte von Kitaris kommen, ein griechisches Lehnwort. Das zweite Wort Sapcha, die Sambuke, auch ein Saiteninstrument, könnte, Sapcha könnte vom griechischen Sambuke stammen. Allerdings ist nicht so offensichtlich, ja, könnte. Und dann haben wir ein drittes Wort, Psanter, auch ganz schön ausgesprochen, Psanter, Laute. Und viele betrachten das als ein griechisches Lehnwort von griechisch Psalterion, auch ein Saiteninstrument. Übrigens, Psanter ist heute im modernen Hebräischen das Wort für Klavier. Ja, auch ein Saiteninstrument. Man muss ein Wort finden, nicht wahr, für ein modernes Saiteninstrument. Psanter. Und der Pianist ist dann der Psantran. Ja? Also, Psanter ist vielleicht ein griechisches Lehnwort. Und dann haben wir noch das Wort Symphonia. Man kann übersetzen mit Musik oder Orchester. Ist möglicherweise, das ist ziemlich naheliegend, von griechischen Symphonia entlehnt. Zusammenklang. Nun fällt aber auf, dass alle diese Wörter sind nur musikalische Ausdrücke. Und sonst aus keinem anderen Bereich des Lebens. Das sind alles Kulturwörter aus der Musik. Und es ist so, wir wissen heute, dass das Zweistromland schon lange vor Daniel kulturelle Kontakte hatte mit Griechenland. Das kam nicht erst mit Alexander. Und das erklärt, dass diese Kulturwörter schon früher ins Aramäische hineinkommen konnten. Aber jetzt drehen wir den Spieß. In späterer hebräischer Literatur findet man viel mehr griechische Wörter und dann noch später auch lateinische Fremdwörter im Aramäischen und im Hebräischen. Das sind eben gerade auffällig, dass sonst im Text gar nichts zu finden ist. Das weist hin auf das Alter des Buches Daniel. Man hat weiter gesucht. Aber im Buch Daniel gibt es auch persische Lehnwörter. Das sei auch ein Hinweis auf eine spätere Abfassungszeit. Aber die Antwort ist falsch. Alle persischen Lehnwörter im Buch Daniel sind sogenannte altpersische Wörter. Das heißt, aus einer sehr frühen Sprachphase und eben nicht aus der späteren. Daniel wirkte ja auch am persischen Hof, zuerst unter den Babyloniern und dann bei den Persern. Also muss es altpersisch, ist es naheliegend, dass es auch altpersische Wörter gibt im Buch Daniel. Denn das entspricht seiner Lebenszeit. Aber eben, jetzt können wir den Spieß drehen, aber die späteren persischen Wörter sind nicht da. Und dann hat man gesagt, aber dieses Aramäisch im Buch Daniel, Kapitel 2 bis 7 ist aramäisch geschrieben. Das ist ein Hinweis, dass das Buch aus viel späterer Zeit stammt. Ja, Daniel 1,1 bis 2, Vers 4a ist hebräisch. Dann wechselt die Sprache auf aramäisch von 2,4b bis zum Schluss von Kapitel 7. Ab Kapitel 8 bis zum Schluss ist das Buch Daniel wieder hebräisch abgefasst. Das Aramäische sei ein Hinweis auf eine späte Abfassungszeit. Falsch. Heute wissen wir es besser. Die Archäologie und die Sprachwissenschaft haben in den vergangenen Jahrzehnten diese Ansicht völlig über den Haufen geworfen. Das ist Schnee von gestern. Die Studien von Franz Rosenthal haben gezeigt, dass das Aramäische im Buch Daniel dem Aramäischen entspricht, das vom 7. Jahrhundert vor Christus, also vor Daniel, im Nahen Osten als amtliche Sprache, Englisch von damals, immer mehr Verbreitung gefunden hat.
Es ist eben genau nicht das Aramäisch aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Und wieso wissen wir das heute so genau? Weil wir viele Handschriften gefunden haben von Qumran aus der Zeit des 2. Jahrhunderts vor Christus und des 1. Jahrhunderts vor Christus. Jetzt wissen wir, wie die Grammatik dort aussieht. Und das ist nicht die Grammatik vom Buch Daniel. Daniel ist geschrieben in diesem älteren Dialekt, von dem Franz Rosenthal ja auch eine berühmte Grammatik geschrieben hat. Ich habe noch mit dieser Grammatik von Rosenthal diesen Dialekt gelernt, aus dem Buch Daniel. Also man kann das ganz klar zeigen, jetzt kann man einen Speer drehen. Das ist ein Beweis, dass das Buch Daniel eben authentisch ist. Und jetzt zum Schluss noch ein paar weitere Argumente für die Echtheit des Buches Daniel, in schneller Abfolge. Das Hebräische im Buch Daniel entspricht sehr stark dem Hebräischen in den Büchern Hesekiel, Haggai, Esra und Chronika. Das ist das Hebräisch aus dem 6., 5. Jahrhundert vor Christus. Das ist genau die Zeit von Daniel. Nicht wahr? Wir kennen heute Hebräisch, wie es im 2. Jahrhundert vor Christus gesprochen wurde. Wir kennen es auch, wie es in der Zeit Jesu und danach gesprochen wurde. Und das ist, man kann das so einfach zeigen, wie die Grammatik sich und der Satzbau sich ganz deutlich unterscheidet und auch die Rechtschreibung. Aber das Buch Daniel hat das ältere Hebräisch, genau aus der Zeit von Daniel. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Das ist eine relativ neuere Erkenntnis. Heute wissen wir sogar, wie die Rechtschreibung sich entwickelt hat im Hebräischen. Die hat sich auch ständig geändert, nicht nur im Deutschen. Und die Rechtschreibung im Buch Daniel entspricht dem 6. Jahrhundert vor Christus. Und eben genau nicht diesen späteren Schriften aus Qumran aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Also wir haben so viele Argumente, die genau für die Echtheit sprechen. Und jetzt noch ein paar archäologische Entdeckungen. In Daniel 1, 3 und folgende werden die Auswahlkriterien für Gefangene genannt, die eine spezielle Ausbildung erhalten sollten. Vornehme Abstammung, Intelligenz und körperliche Schönheit. Auf einer babylonischen Keilinschrifttafel hat man folgende Kriterien für die Auswahl von Zukunftsdeutern gefunden. Von edler Abstammung, auch selbst an Wuchs und Körpermaßen vollkommen. So ist das wörtlich. Das entspricht genau dem, wie es im Buch Daniel beschrieben wird. Jemand von unfester Kenntnis, der kein Weiser sein kann, wurde nicht akzeptiert. Zweitens, in Babylon ist ein Gebäude ausgegraben worden, das laut den Inschriften daran als Ausbildungsstätte für vornehme Gefangene diente. Das illustriert genau die Geschichte von Daniel 1. Nach Daniel 1, Vers 5 sollte die Ausbildung Daniels und der übrigen ausgesuchten Gefangenen 3 Jahre dauern. Also 6 Semester. In den babylonischen Texten ist eine Stelle gefunden worden, die besagt, dass ein Tempelmusikant, also ein Angehöriger einer Priesterklasse, wörtlich eine 3-jährige Lehrzeit durchzumachen hatte. Diese Übereinstimmung ist einfach interessant. Viertens, in Daniel 2 und Kapitel 4 werden verschiedene Kasten von Weisen genannt. Dies spiegelt genau die Tatsache wider, dass es in Babylonien eine außerordentliche große Zahl an verschiedenen Priesterklassen gab, nämlich über 30 insgesamt. 5.